Hallo zusammen, wir sind Maria und Ivan von der Tretmühle in Stuttgart und wir machen gleich mit diesem Fahrrad eine Dienstreise. Man kann nicht nur als Kind, sondern auch als Erwachsener auch Spaß haben. Auf geht's! Auf geht's! Das nicht, dass wir mit jemandem kollidieren. Nee, alles gut, alles gut, alles gut. Alles gut. Musst du ja nicht sehen. Ich? Das ist echt nichts für meine Nerven. Maria grinst angespannt. So, warum ich dieses Fahrrad liebe? Weil man mit diesem Fahrrad alles machen kann. Wir gehen gerade zu einem Kunden ein anderes Fahrrad abholen. Und Maria als Leichtgewichterin fährt mit. Tatsächlich ist es so, dass man mit diesem Fahrrad einiges unternehmen kann. Man kann tatsächlich 3 Kinder transportieren. Das haben wir schon mehrmals getestet. Man kann aber auch als großes Kind auch Spaß haben. Das machen wir gerade. Und die Arbeitszeit wird sogar bezahlt. Also die Erfahrung zeigt, dass man in solchen Fällen die Person, die mitfährt, sie darf sich nicht großartig hier und her bewegen, nach links und rechts schaukeln. Das merkt man tatsächlich sehr eindeutig. Solange man so erstarrt jetzt wie Maria da sitzt und sich festhält, ist alles in Ordnung. Sie hat heute Kuchen gebacken, deswegen fahren wir ein bisschen vorsichtiger. Hier rechts. Das Fahrrad ist tatsächlich sehr multifunktionsfähig. Man kann sehr viel damit machen. Besonders die 75er Version liebe ich. Bis vor kurzem hatte ich eine 60er Version. Ein bisschen kürzer, die war zwar wendiger. Aber mit dem 75er könnte man alles transportieren. Wirklich. Einkaufen. Ich war im Baumarkt schon mehrmals auch mit dem Fahrrad. Ich muss zugeben, ich habe es auch ein bisschen auch ein paar Mal überladen mit Gips und mit Beton. Aber alles funktioniert sehr gut. Und mit der Vollfederung hier über die Wellen hat man auch Spaß. Ist ja ein Dienstfahrrad. Wir müssen jetzt die Adressen finden. Hier rechts. Und glaube ich, stopp. 22, da ist es. Ziel erreicht. Maria hat keinen Herzinfarkt bekommen. Viel Spaß. Ciao.